So, hier haben wir den Mannschaftsführer Sven Noppes von der OSG Baden-Baden und den Schachfreunden Deichtesau. Sie können heute gleich zweimal feiern. Also sagen Sie mal was zum Bundesliga-Finale in Berlin. Ja, es war natürlich wieder ein herausragendes Event hier in Berlin. Das erste Mal seit der Corona-Zeit wieder vor Publikum Mannschaftswettkämpfe spielen. Der Ablauf hier war perfekt. War 4 Tage voll mit Schach. Erstmals Doppelrunden in der Bundesliga. Das hat es so auch noch nicht gegeben. Da musste sich der ein oder andere Spieler auch erstmal dran gewöhnen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, mal Vichy Anand in Doppelrunden gesehen zu haben. Ja, am Ende steht nach zum Teil wechselvollem Verlauf, wenn ich nur an den Freitag und der unerwarteten Niederlage gegen FC Bayern München denke, das perfekte Ergebnis. Mein Erster und Zweiter in der Endtabelle zu sein mit den Kränke-Teams ist natürlich herausragend. Das ist wirklich dann am Ende perfekt gelaufen. Deichtesau hat es heute im direkten Duell noch den Hockenheimer SV geschlagen, wo sich ja Baden-Baden gestern schon in einem sehr knappen Match durchgesetzt hat und das sicherlich vorentscheidend war für den Titel. Und die OSG Baden-Baden hat sich zwar einen Ausrutscher geleistet, wie gesagt, aber am Ende doch, glaube ich, ganz verdient, steht sie ganz oben. Und mich freut es einfach, dass beide Teams mit den unterschiedlichen Konzepten, einmal OSG Baden-Baden als auch mit die Weltauswahl und zum anderen die Schachfreunde Deichtesau, die insbesondere die jungen deutschen Spieler eben fördern möchten und ihnen die maximalen Spielmöglichkeiten geben möchte, so performt haben und dann wirklich dieses perfekte Ergebnis realisieren konnten. Super. Herzlichen Glückwunsch zum Doppelerfolg. Ja, die OSG Baden-Baden hat es deutlich spannender gemacht als die Schachfreunde Deichtesau gegen Hockenheim. Wie fühlt man sich eigentlich während so einem Mannschaftskampf, wenn wirklich alles passieren kann? Das hätte ja in beide Richtungen gehen können. Ja, okay. Als erstes habe ich mal ein gewisses Grundvertrauen da. Unsere Spieler, denke ich, sind als Team immer favorisiert. Das zeichnet uns natürlich auch aus. Das heißt, in der Grundtendenz gehe ich davon aus, dass wir nach Zeitnotphasen und so, oder in den Zeitnotphasen das Pendel eher zu unserer Seite umschlägt. Das heißt natürlich, wenn das für 80% der Fälle der Fall ist, dass es auch mal schief gehen kann, aber vom Grundsatz her habe ich immer erstmal gutes Gefühl. Aber je enger es wird, desto größer steigt natürlich die Nervosität. Und ja, da muss man dann eben die Nerven behalten. Und wenn es spannend ist, das ist ja auch Sport, ist es ja auch gut. Also wer hätte solche Ergebnisse, wie wir es ja am Freitag hatten mit Bayern München, die OSG geschlagen haben, völlig unerwartetes Ergebnis. Aber gleichzeitig verliert der SV Hockenheim auch seine Partie gegen die Schachfreunde oder sein Match gegen die Schachfreunde Berlin. Ich glaube, der hätte es für einen Einsatz von 10 Euro wahrscheinlich eine Quote gegeben von über 1000 Euro Auszahlung, wenn es darauf eine Wette gegeben hätte, insbesondere mit den Einzelergebnissen. Aber das ist Sport, deswegen spielen wir ja. Am Ende muss ich es euch am Brett zeigen. Und in Summe in einer Saison gleicht sich es meistens aus. Dennoch spielen wir natürlich seit 16 Jahren immer am oberen Level. Ich sage jetzt mal, wenn man sich Sachen anschaut wie Liga Orakel oder so, da werden wir vor der Saison 80-75% Quote auf den ersten Platz gesetzt. Aber am Ende sind wir jetzt zum 15. Mal in 16 Jahren deutscher Meister geworden. Das heißt, es muss auch außerhalb des der Spieler und des Spiels am Brett das Umfeld gut funktionieren, sonst könnte so ein Ergebnis nicht zuständig sein. Und da bin ich eben dann auch ein Puzzleteil davon, der dann seinen Beitrag leistet, dass dann sowas möglich wird, wie eben andere eben auch ihren Teil dazu leisten müssen. Es funktioniert seit 15, 16 Jahren ziemlich gut und deswegen stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Ja. War wirklich sehr spannend. Also Sie sind nicht nur Mannschaftsführer der Schachfreunde Deichtesau und der OSG Baden-Baden. Sie sind auch einer der bekanntesten Schachturnierorganisatoren Deutschlands. Ja, können Sie noch mal ein bisschen was quasi zu den Anfängen quasi dieses Kränke Chess Open und Classic erzählen, wie das alles in Deichtesau angefangen hat? Ja, Schach generell hat bei mir vor mehr als 25 Jahren in meinem Heimatverein bei den Schachfreunden Deichtesau angefangen.
Da haben wir ziemlich schnell dann angefangen, Schach mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, unter anderem durch die Organisation von Turnieren. Die sind sehr schnell gewachsen. Dann waren wir ziemlich schnell das größte Schachturnier in Deutschland und das ist in einem 6.000-Seelendorf. Wir sind ja keine große Stadt, wir haben nur ein Hotel, ich glaube damals mit 27 Zimmern, das uns zur Verfügung stand, haben aber mehrere tausend Hotelübernachtungen gebucht für das Turnier. Also die Ausgangsvoraussetzungen waren nicht perfekt. Wir haben das dann, ich glaube, 19 Jahre lang in Folge gemacht und dann in den letzten 5 Jahren dann eine Ebene erreicht, die einfach mit den Gegebenheiten vor Ort nicht mehr steigerungsfähig war. Zumindest haben wir es nicht gesehen, wie. Und dann haben irgendwann die Mitglieder mal die Frage gestellt, wie machen wir denn weiter, wie oft wollen wir das noch machen? Das geht jedes Jahr an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit. Wir müssen alle 1-2 Wochen Urlaub nehmen, um dieses Turnier zu realisieren und wir müssen uns eigentlich nichts mehr beweisen, weil wir es eben schon mehrmals hingebracht haben. Und dann haben die mir quasi ein Ultimatum gestellt, gesagt, okay, wir machen das jetzt noch einmal. Und dann, Sven, sind wir weg. Dann bist du frei, mit dem Turnier zu machen, was du willst. Dann habe ich ein Gespräch gesucht mit Wolfgang Krenke, von dem ich wusste, dass er offen ist für auch ein großes Turnier in Deutschland. Und haben wir uns ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt. Dann haben wir gemerkt, dass wahrscheinlich Baden-Baden, was der erste logische Gedanke vielleicht ist, gar nicht so optimal als Ausrichtungsort ist. Und sind dann ziemlich schnell auf Karlsruhe gekommen. Und dann sind wir eben nach Karlsruhe zum gleichen Termin umgezogen und konnten schon im ersten Jahr beweisen, dass die Teilnehmerzahl dort deutlich gewachsen ist gegenüber dem Turnier in Deizisau, was bewiesen hat, dass eben der Unterschied Dorf zu Stadt dann doch nochmal einen Sprung ermöglicht. Und in den nächsten Jahren konnten wir dann die Teilnehmerzahl von Deizisau fast nochmal verdreifachen. Und wir waren vorher schon das größte Turnier in Deutschland, manchmal sogar das größte Turnier in Europa und haben das dann nochmal explodieren lassen. Dann haben wir dazu noch ein Weltklasse-Turnier gebaut mit dem Krenke Chess Classic. Da hat dann oft eben Vichy Annan und Magnus Carlsen dann auch gespielt. Das hat das Ganze natürlich nochmal einen glänzenden Rahmen gegeben. Masse und Klasse haben wir dann gehabt am ein und demselben Ort in der gleichen Halle. Man konnte sein Turnier als Amateur spielen wie Magnus Carlsen im gleichen Spielsaal, die Atmosphäre beschnuppern. Und dann haben wir das auch professionell aufgezogen vom ganzen Ambiente, vom Drumherum, alles was dazu gehört, wie eine Weltmeisterschaft. Ich sage heute, natürlich bin ich nicht ganz neutral, aber die Krenke Chess Classic und Krenke Chess Open sind das bestorganisierteste Turnier der Welt. Ich finde, das Level liegt über dem einer Weltmeisterschaft, auch wenn es natürlich von der Öffentlichkeitswirksamkeit nicht ganz an eine Weltmeisterschaft heranreicht. Aber es ist ein sehr bedeutendes Turnier. Wann schafft man es schon, 2 Jahre in Folge bei den Spiegel meistgelesenen Artikel des Spiegel Online auf Platz 1 zu stehen? Das haben wir mit dem Turnier geschafft über mehrere Tage. Ich denke, das war ein Ritterschlag. Und ja, so war die Reise. Und da sind wir jetzt immer bis 2019 eben hingekommen. Dann hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir eben 2 Wochen vorher absagen mussten. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, es war auf jeden Fall bis heute eine super Reise. Das ist eine Sensation, also wirklich über 2000 Teilnehmer in Karlsruhe und ein parallelen Supergroßmeisterturnier mit Schachweltmeister. Wie wächst man da rein, also wie lernt man da sowas aufzubauen? Es gibt ja auch noch wirklich diesen Schachorganisator Hans-Walter Schmidt, der auch vor 20 Jahren also die Chess Classic in Frankfurt und Mainz veranstaltet hat. Waren Sie da Schüler und Freund und hat er Ihnen auch quasi diese Schachpassion ein bisschen mitgegeben? Ja, also die ersten Schritte haben wir noch alleine gemacht in Deizisau und haben dann eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Damals war Hans-Walter Schmidt noch quasi ein Vorbild für uns, irgendwie ganz weit weg, ein Bild, der einfach in einer anderen Ebene etwas organisiert hat. Aber wir hatten dann 1998 Vereinsjubiläum bei den Schachfreunden Deizisau und haben uns gefragt, was wir da machen. Da haben wir Hans-Walter Schmidt als Festredner eingeladen und er hat uns damals eine Vereinsfreundschaft mit seinem Verein SC Frankfurt West und Schachfreunden Deizisau geboten an diesem Abend und es war der Beginn einer langen
Freundschaft A zwischen den Vereinen, aber auch sehr persönlich. Und tatsächlich war Hans-Walter Schmidt sicherlich einer der größten Mentoren für mich im Schachbereich und der dann mir viele Möglichkeiten gegeben hat, die dann die Krenke AG unter der Führung damals von Wolfgang Krenke dann eben auch ermöglicht haben zu finanzieren, sind sicherlich ganz zwei Schlüsselpersonen, ergänzt vielleicht noch Christian Bossert, der Wolfgang Krenke quasi davon überzeugt hat, eine Schachinitiative in Baden-Baden zu starten. Die drei, die das dann ermöglicht haben und mich immer wieder unterstützt haben, natürlich mit vielen anderen, aber das sind schon drei wesentliche Personen, die das alles ermöglicht haben und mir viele Chancen gegeben haben. Schöne Sache, Schach verbindet einfach. Auch im Jugendbereich, also es sind große Erfolge erzielt worden, also die Schachfreunde Deitzer und Krenke fördern talentierte Schachspieler aus Deutschland. Ganz besonders sticht ein Spieler hervor, Vincent Keimer. Vincent Keimer ist Europa-Vizemeister geworden. Ja, was können Sie dazu der Entwicklung sagen, quasi Schach in Deutschland? Ja, also Vincent Keimer ist natürlich ein Spieler, der uns in Deutschland allen super gut tut, der zeigt, was vielleicht auch möglich sein kann, der uns zumindest auch viel Hoffnung gibt und dem wir versucht haben, sehr frühzeitig zu begleiten, vieles zu ermöglichen, wo vielleicht die Prinzengeneration davor nicht die Möglichkeit hatte. Wir wollten einfach diese Chance nicht gehen lassen und sagen, in 5 oder 10 Jahren, den hätte man mal fördern müssen, sondern wir wollten ihn fördern, weil wir eine Chance gesehen haben. Wie groß sie war oder wie groß sie wirklich ist, haben wir nicht endgültig beantworten können. Wir haben gesagt, jetzt legen wir da mal alles rein, was wir können. Haben ihm dann ermöglicht, unter anderem mit dem Vize-Weltmeister Peter Leko sehr intensiv zu trainieren und damit begann, oder setzte sich seine Erfolgsserie immer weiter fort, die jetzt zuletzt gekrönt wurde eben mit dem Vize-Europameister-Titel vor wenigen Wochen. Grundsätzlich durch das Team der Schachfreunde Deitzer, wo wir eben viele junge deutsche Spieler reingeholt haben, wollen wir das junge deutsche Schach grundsätzlich unterstützen. Haben wir einen Dimitri Kollars, der damals jüngster oder zweitjüngster Großmeister in Deutschland war. Aber wir haben auch die ehemaligen Prinzen, den Alexander Donschenko, den Matthias Blühbaum, die jetzt hier die Möglichkeit haben, wirklich regelmäßig auch an Top-Rädern zu spielen. Und man hat ja gesehen, dass die Mannschaft, wenn sie frei spielen kann und sich auch als Team findet, was sie dann bewegen und reißen kann, wir konnten das alle beim Europapokal dieses Jahr erleben, wo die Schachfreunde Deitzer wirklich sensationell den Europapokal-Erfolg gewonnen haben. Sicherlich eine unglaubliche Story gewesen, die auch so keiner erwartet hatte. Aber da sieht man, was möglich ist. Und das war die deutsche Nationalmannschaft. Und die deutsche Nationalmannschaft hat Riesenpotenzial. Das hat so einen Erfolg gezeigt, in der Zukunft sowas auch öfters zu wiederholen. Wir müssen auf diese jungen Männer alle gemeinsam setzen, denen die besten Möglichkeiten geben, die Förderung ermöglichen und dann können wir in der Weltspitze als Mannschaft, denke ich, auch gut mithalten. Wirklich ein sehr erfolgreiches Schachjahr für Deutschland. Ja, das wohl größte Schachevent der Welt findet in wenigen Wochen in Dubai statt, die Schachweltmeisterschaft zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomniachtchi. Werden Sie selber vor Ort sein und mal schauen, was da passiert? Ob ich selber vor Ort sein werde, ist noch offen, würde ich sagen. Mit den Corona-Situationen ist es ja auch nicht so einfach. Das werde ich spontan entscheiden. Ein gewisses Zeitfenster ist da, dass das ermöglicht, aber ja, heute dreht sich die Welt innerhalb von wenigen Tagen, oftmals mehrmals. Und wer weiß, was jetzt in ein paar Wochen wieder ist, ob es Reisebeschränkungen gibt, was die Inzidenzen machen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist es natürlich ein sehr, sehr spannendes Match. Beide sind derselbe Jahrgang. Es ist kein Match der Generation, sondern
ein Match innerhalb des gleichen Jahrgangs. Beide sind körperlich auf einem ähnlichen Level der Fitness vielleicht. Magnus Carlsen vielleicht noch ein bisschen fitter, aber da gibt es keine so großen Unterschiede. Klar, Magnus hat in den letzten Jahren schon noch etwas erfolgreicher gespielt, aber das kann dieses Mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Das letzte Match war ja auch schon sehr, sehr eng. Also es ist sicherlich kein Selbstläufer für Magnus Carlsen. Da erwartet uns ein heißer Kampf, denke ich. Wird sehr spannend werden. Wir warten drauf. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Feier mit der Mannschaft und vielen Dank für das Interview. Dankeschön.